So, wuppdiwupp, und jetzt geht's los mit den letzten dreien. Ophelia. Moment, wann ist die... Ich kann den, wieso kann ich hier ein Geplänkel machen? Okay. Was macht ihr beide denn da? Sind das Karten? Genau, wir wollen ein bisschen spielen. Macht doch auch mit, Ophelia. Das hört sich ganz spaßig an, aber ich habe keine Ahnung vom Kartenspielen. Keine Sorge, wir erklären euch die Regeln. Das wird bestimmt eine nette kleine Abwechslung für uns alle. Also, wenn ich gewinne, zieht ihr euch aus. Wenn ich, was? Wie könnte ich da Nein sagen? Und so fing alles an, was wir zunächst für eine nette kleine Abwechslung hielten. Nahm eine Entwicklung, die wir niemals erwartet hätten. Schwert 8 und sogar 3 Stück davon. Ein vielversprechendes Blatt. Das Blatt ist leicht zu erraten, denn sowohl Freude als auch Enttäuschung sind ihr ins Gesicht geschrieben. Das Problem ist nur, was hat Ophelia? Bedauerlichen lässt sich nicht deuten. Irgendetwas muss sie doch verraten, aber ich komme nicht drauf. Also ich habe 2 Pärchen, Schwert 3 und Becher 5. Ich habe 3 von einer Sorte, die Schwert 8. Ich habe 4 gleiche Karten, Stab 6, richtig? Unglaublich, Ophelia hat schon wieder gewonnen. Eine geschickte Spielerin, so viel ist sicher. Wie macht ihr das nur, Ophelia? Ich lasse mich von der Flamme leiten. Verstehe, unterdrückt die Gier und überlasst alles einem Lauf. Alles seinem Lauf überlassen. Was soll das für eine Taktik sein? Wir alle haben die Wahl zu kämpfen für das, was man begehrt, oder zu akzeptieren, was das Schicksal uns beschert. Okay. Der Heiland. Stimmt, wir müssen jetzt gegen den Heiland kämpfen. Was bisher geschah. Nachdem sie auch ihre Pflichten in Goldschade versehen hatte, musste Ophelia nur noch die Glut nach Flammhult zurückbringen. Aber bevor sie das tun konnte, tauchte Lyanna vor ihr auf. Ophelias Schwester war gekommen, um ihr vom Tod des Vaters zu berichten. Als sie ihre verzweifelte Schwester trösten wollte, wurde sie jedoch verraten und man stahl ihr die Glut. Könnt ihr wirklich meinen Vater zurückbringen? Ihr seid euch ganz sicher? Als sie aus der Ohnmacht erwachte, hörte Ophelia diese Worte. Mit wem sprach Lyanna? Wer hat ihr diese Lüge eingeflüstert? Ophelia kommt nach Leismühl entschlossen, dieser Tragödie ein Ende zu setzen, bevor sie alles verliert, was ihr an Familie noch bleibt. Entschuldigung, darf ich fragen? Eine Klerikerin der Heiligen Flamme? Ich bin ziemlich in Eile, fürchte ich. Habt ihr vielleicht einen Moment Zeit? Ich muss das Lampe stellen, ein andermal. Ihr seid von der Kirche, hm? Die Heilige Flamme? Ja, ich bin Schwester Ophelia, wenn ich euch nur kurz stören dürfte. Gibt es hier im Dorf zufällig einen Mann, den man den Heiland nennt? Da bin ich überfragt. What? Wirklich? Es ist ein friedliches Bauerndorf, wir haben hier keine Probleme. Ihr müsst keiner, bei dem wir eure Hilfe bräuchten. Wenn ihr also daran denkt, für uns beten zu wollen, geht lieber woanders hin. Right. Ich verstehe. Meine Schwester könnte den Eindruck haben, hier nicht erwünscht zu sein. Am besten forsche ich weiter. Am besten hauen wir dem aus dem Maul. Okay. Wonderful. Im Gefängnis habe ich schon freundlichere Gesichter gesehen. Ich wette mein nicht vorhandenes Vermögen, dass der Heiland hier irgendwo ist. Ich stimme euch zu, andernfalls wären sie uns gegenüber nicht so argwöhnisch. Sieht so aus, als hätte er sie alle zu wahren Gläubigen bekehrt. Ohne Zweifel durch irgendeine Hinterlist. Manipulation traue ich ihm ohne weiteres zu. Manipulation? Harte Zeiten hinterlassen Spuren. Manchmal wird man schwach und verletzlich. Diese Menschen wollen gerettet werden. Sie glauben sogar an Wunder, wenn ihr Leben dadurch einfacher wird. Wenn man ein Heiland sein möchte, muss man also nur herausfinden, wofür die Leute gerettet werden wollen und ihnen dann Versprechungen machen. Glaubt mir, die meisten Menschen haben mehr Glauben in sich, als gut für sie ist. Aber glaubt ihr nicht, dass es Zeiten gibt, in denen man tatsächlich einen Retter braucht? Ich denke, es ist nichts Falsches daran, in der Not eine ausgestreckte Hand zu ergreifen. Dann sollten wir wohl dafür sorgen, dass wir die Retter sind. Genau. Ah. Schwester, bitte, seid ihr von der Kirche? Ihr müsst mir helfen. Was ist denn los? Natürlich ein Kind. Mein Junge, er ist ganz plötzlich krank geworden. Moment, sind wir hier bei Elfin oder was? Bitte, ihr müsst ihn retten. Goodness. Verstehe, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um ihm zu helfen. Bitte, bring mich zu ihm. Thank you so Vielen Dank, er ist gleich dort entlang.
The Trap. Trap, ich sag's doch. Wo bittest du nun das Kind? That's right. Ich hab die Klerikerin mitgebracht, Bruder. I am most grateful. Das hast du gut gemacht. Der Heiland wird erfreut sein. What? Wie bitte? Schwester Ophelia, es ist nicht klug, Fremden zu viel Vertrauen zu schenken. Es gibt viele in dieser Welt, die begierig darauf sind, andere zu betrügen. Der Heiland hat eure Ankunft vorhergesagt. Er sagt, eine Klerikerin werde kommen, um die Glut zu suchen. Er erklärt, in Wahrheit sei sie eine Hexe, mächtig genug, um Herzen verzaubern zu können, und dass wir sie fangen sollen, bevor sie unser Dorf ins Verderben stürzt. Eine Hexe? Ein Moment mal, lass mich das mal erklären. Wo bin ich? Endlich wach, Schwester Ophelia. Moment mal, ihr seid doch... Meister Matthias, aber ihr könnt doch nicht... Aber ich bin es. Ich nehme an, es ist nicht mehr nötig, die Wahrheit vor euch zu verbergen. Ich bin es, den diese Leute hier Heiland nennen. Ihr, also war derjenige, der Liana dazu gebracht hat, die Glut zu stehlen. Yes. Ja, auch das war ich. What? Aber warum? Warum tut ausgerechnet ihr so etwas? If I might. Vor langer Zeit holten die Götter das Feuer vom Himmel auf die Erde. Holten die Götter das Feuer vom Himmel auf die Erde. Hallo E-Mail-Programm. Um einen der ihren wegzusperren. Daraus wurde die heilige Flamme, die heute im ganzen Land verehrt wird. Aufgrund eurer Stellung in der Kirche gehe ich davon aus, dass euch die Geschichte unserer Welt wohl vertraut ist. Aber ihr solltet euch fragen, was geschehe, wenn die heilige Flamme ihre Macht verlieren und nur noch schwächelnd flackern würde? Ihr habt davor nicht vor, den gefallenen Gott zu befreien? Oh, aber nicht doch, so töricht bin ich nicht. Doch selbst in seinem Gefängnis besitzt Galdera noch große Macht. Macht, die er gnädigerweise mit mir teilt. Wächst auch die meine. You must stop. Aber dies ist eine verbotene Macht. Deshalb haben die 12 Götter Galdera bis in alle Ewigkeit weggesperrt. Diese Macht ist nicht für Menschenhand gedacht. Das habt ihr nicht zu entscheiden. Wenn die Macht existiert, um ergriffen zu werden, dann existiert sie auch, um genutzt zu werden. You're wrong. Ihr seid abscheulich. Oh. Sind wir nicht alle gleich, Schwester? Seht euch doch nur diese armen Dorfbewohner an. Als die Krankheit grassierte und die Verzweiflung groß war, musste ich nur ein paar von ihnen retten. Und schon waren sie ganz erpicht darauf, mich Heiland zu nennen. Ihr habt sie gerettet? Yes. Als treuer Diener Galderas kann ich einen Teil seiner immensen Macht nutzen. Und selbst das ist nur der Bruchteil eines Bruchteils. In der Gefangenschaft sind die Kräfte des Meisters nicht mehr ganz so groß wie einst. Doch mit Schwester Lianas Hilfe werde ich die Fesseln lockern. Liana. Ist Liana hier? Natürlich, sie ist meine loyale Vestalin. What? Vestalin? Jetzt muss ich leider gehen, ich habe noch einige Vorbereitungen zu treffen. Keine Angst, Schwester Ophelia, solange ihr euch mir nicht widersetzt, werde ich euch nichts zuleide tun. Immerhin brauche ich vielleicht einen Ersatz für Liana, falls etwas schief gehen sollte. Moment, wir sind hier noch nicht fertig. Anscheinend doch. Einen Weg hinausfinden. Ja gut. Warum soll ich denn überhaupt rumlaufen, wenn eh nichts geht? Ophelia? Hallo, Liana. That voice. Liana? Shh, not so loud. I'm sorry, Ophelia. I'll get you out of here. But, Liana, why? I'm sorry, Feely. I did it for my father. He's gone. He left us forever. But the Savior promised me he can bring Father back. All I need to do is act as his vestal. Listen to yourself, Liana. This is madness you speak. What?
How could you say such a thing? Do you not even care that father is gone? Liana... All those days we spent together, you and me and father, dining together, talking together, laughing together. We'll never know that happiness again. Don't you even care? I do care, but that doesn't mean you can bring back the departed. I can't believe you, Ophelia. Were you always this cruel-hearted? Listen to me, Liana. Of course I wish His Excellency were still alive. But those who pass through the gate to the afterworld are never to return. And if you let that man use this forbidden power, there's no telling what horrors might be unleashed. I won't give up. Father is coming back. I'll see to that. When he's back, we can all be a family again, just like before. Wouldn't you like that too, Feely? I'll leave the door unlocked. Please, get away from this place before anyone finds you. And just leave the rest to me, okay? Liana! Ich will, dass der Vater wiederbelebt wird als schrecklicher Dämon und wir gegen den kämpfen müssen. Das will ich. So. Und Liana hat sich zu den Lehren des Heilands bekannt. Sie hat eingewilligt, ihm als Vestalin zu dienen. Gut. Endlich werden sich alle unsere Wünsche erfüllen. Der Heiland Matthias hat diese Leute überzeugt. Sie glauben ihm jedes Wort. Was meinen sie denn überhaupt? Wünsche? Oh. Aber trotzdem war es richtig, was wir diesen armen Mädchen angetan haben. Eine Klerikerin in der Kirche anzugreifen und dann auch noch die Flammen... Eine Klerikerin der Kirche anzugreifen und dann auch noch die Flammenträgerin. Das kommt mir irgendwie falsch vor. Was hat denn jemals das Vertrauen in die Flamme jemanden gerettet? Was? Oh mein Gott. Wann hat denn jemals das Vertrauen in die Flamme jemanden gerettet? Nur der Heiland verdient unseren Glauben. Just so. Verdammt richtig, der Heiland hat uns vor der Seuche gerettet. Wenn wir seinen Worten folgen, werden wir erlöst werden. Hi. Hört, hört. Ich schätze, da hast du recht. Komm schon, der Heiland hat gesagt, wir sollen zur Höhle vor der Stadt kommen. Wir sollten ihn nicht warten lassen. Wow. Gut versteckt, Ophelia. Gut versteckt. Eine Höhle? Dorthin muss müssen Liana und Matthias gegangen sein. Lesen ist gerade auf. Ist gerade aus. Geht gerade nicht. Macht euch etwas Sorgen, Alberic? Ja, schon seit einiger Zeit. Was denn? Das ist es ja, ich kann das nicht genau sagen. Aber die Erfahrung lehrt mich, dieses Gefühl zu vertrauen. Jetzt einmal folgte darauf ein Unheil oder Unglück. Das klingt aber nicht gut. Vergebt mir, ich sollte euch helfen, nicht eure Sorgen vermehren. Oh, Alberic, ihr müsst euch nicht entschuldigen. Und dieses Gefühl könnte etwas mit Liana zu tun haben. In der Tat, wir sollten uns beeilen. Richtig, haltet durch, Liana, willkommen. Und nochmal mit Cyrus. Ja, klar. Now then. Also gehen wir in die Höhlen. Ich frage mich, wie alt sie wohl sein mögen. Jetzt ist nicht die Zeit für archäologische Studien, Professor. Ja, ihr habt recht. Priorität hat nun Liana zu retten. Die Höhlen könnten jedoch eine Antwort auf unsere Frage bergen. Was für eine Frage denn? Warum hat sich Matthias gerade für dieses Dorf entschieden? Kann es sein, dass diese Zeremonie in diesen Höhlen stattfinden muss? Genau das hatte ich mir gedacht. Wenn das wahr ist, sind die Höhlen von großer Bedeutung für Matthias' Pläne. Aber habt keine Angst, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um eure Freunde zu retten. Dann können wir nicht scheitern. Da ist was Blondes. Gehen wir einfach dran vorbei. Und der Barkeeper juckt sich auch nicht an uns. Das ist so schön. Der Barkeeper scheint nicht bekehrt zu sein.
Da oben sehe ich eine lilane Kiste. Ich sehe sie bis hierhin. Da hilft auch der Blur-Effekt des Hintergrunds nichts, Spiel. Ich sehe sie. Fuck, sie ist nicht lila. Okay, der Blur-Effekt hat mich verwirrt. Du hast es geschafft, Spiel. Verdammt. Oh nein. Buggy bedenkt sich, ob ich noch raus. Ich bin nochmal Geld. Eifahrer. Ich würde sagen, einfacher. Oh. So, einmal hier die Kiste mitnehmen. Ich gehe jetzt mal nicht groß auf Kistenjagd. Ich brauche jetzt nicht großartig noch Items. There is no choice. Hey, Dolche. Hä, sind das andere? Gerade hatten wir doch Lichtschwäche. Eiferer 1. Oh, Eiferer 1. Die sehen nach Feuer aus. War aber falsch. Verdammt. Ha, die machen aber Feuer. Was ein Mobbing ist das denn? Lol. No. Zack. Anger not the tiger. With each battle, I grow stronger. Monsterparfüm. Okay. Hatte ich das schon mal bestimmt. So, einmal kurz heilen. Ein paar Fläumchen für die Verdauung und weiter. Oh, die Kiste ist nett. Mit der Loot. Niemand braucht den Loot. Guck, das sind alles nur Traps. Kommen einfach nur 5 Monster auf den Weg zu einer Kiste. Kein Bock. Und ich renne gerade schon nicht, weil dann weniger Monster spawnen. Und trotzdem kommen sehr oft Monster. Stehlen. Ach komm, YOLO. Ach verdammt. So ein Pech aber auch. Not bad. Not bad. Ach ja, Cyrus den Hexer zu geben, war die beste Entscheidung meines Spiellebens. Das sind die einzigen Kisten, die ich gerne hätte. Und von hier komme ich nicht dran. Oh, dann gehen wir jetzt an die Kiste. Natürlich! Oh, Licht, wie nett. Wie nett, dass wir gerade eine Klerikerin hier haben. Ignis are dead. You should have studied harder. Yay, renn zurück. So. Dieser Bait immer, diese lila Kisten. I've done my research on you. Now. Viele Gegner, ey. Glacius Gordon. I'll do my best. Ha. Mein Gott, wie viel abwehrt das Vieh? Hallo? What the fuck? Lux Conjurer. Not bad. Mit der Pilz zu viel AP. So, die Kiste lassen wir nicht gehen. Diamantharter Hut. Aha, die ist schon mal interessant.
So. Ne, lila Kisten ist halt immer Ausrüstung. Das ist halt immer interessant. Ich finde es halt auch immer noch interessant, dass ich die Goldaxt, die ich ganz am Anfang, im ersten Stream, glaube ich sogar, gestohlen habe für Hanid, immer noch mit mir rumschleppe und sie benutze. Das ist halt heftig. Oder? Ich meine, Obrik hat die immer noch an. Nein, für die Goldaxt habe ich nicht safe scammed. Die Goldaxt habe ich gefirst tried. Ich habe Zeugen. Ja, bei 3% gefirst tried. So. Habe ich die immer noch? Ja, die habe ich immer noch dabei. Ich habe, glaube ich, 2 Items gefirst tried bei 3%. Thank you very much. Oh, der, was ist das denn? Ich dachte, jetzt kommt hier episches Scene, vertont und alles, voll dramatisch. Und ich muss jetzt vorlesen? Okay. Ich danke jedem Einzelnen von euch. Mit eurer Hilfe ist der Moment gekommen, den wir so lange ersehnt haben. Huh? Der Heiland hat mich gerade gelobt. Oh, ruhmreicher Tag. Ihr befehlt, Heiland. So werden wir dienen. Das weiß ich gebührend zu schätzen. Ihr müsst euch jetzt alle umbringen lassen. Lange haben wir gesucht und nun haben wir endlich den längst verlorenen geglaubten Altar entdeckt. Und jetzt erlaubt mir euch, die wunderbare junge Dame vorzustellen, die mir als Vestalin dienen wird. Ach nee, wir bringen Liana um. So, das ergibt Sinn, ja. Schön. Come on. Und welcher das Ritual vollziehen wird, das Galdaras Fesseln lockern und uns unsankbare Macht bringen wird. Wir brauchen nur Blut von einer hübschen Jungfrau. Liana, ergreife die Glut mit deinen bloßen Händen. Bewahre dabei deine größten Wünsche im Herzen. Right. Ja. Please. Bitte bring meinen Vater zu mir zurück. That's right. Weiter, weiter. Bete, bis dein Herz in Flammen aufgeht. Father? Ich glaube, er meint das wirklich. Dies ist der Lohn für den Verrat an deiner lieben Schwester. Dieses, was du immer wolltest. Was geschieht hier? Die Flamme, sie wird schwarz. Come on. Wir haben es fast geschafft, Liana. Bete weiter. Aber... Oder ist dir auch dein Vater egal? Vater. Oh? Was ist denn los, du? Oh. Was geht dir vor? Was ist los, die Dorfbewohner? That's right. Die Opfer meinst du wohl? But why? Opfer? Opfer für die dunkle Flamme, die verfluchte Flamme von Galdara. Wie bitte? Das heißt, dass die Glut in den Händen der Flammenträgerin alles widerspiegelt, was sie im Herzen bewahrt. Mit deinem alles verzehrenden Wunsch, den Toten wieder zum Leben zu erwecken, hast du diese Glut an die Finsternis der Nachwelt überantwortet. Die Macht über Leben und Tod, das ist die Macht, die eingesperrt war. Das ist die Macht der verfluchten Flamme. Jedes Leben, das sie auslöscht, macht sie stärker. Das ist die Macht, nach der ich getrachtet habe. Mit der Macht der dunklen Flamme werde ich die Welt unterwerfen. What? Das kann nicht sein. Auf keinen Fall. Ophelia? Why you? Was macht ihr denn hier? Liana, du warst ein ungezogenes Mädchen, nicht wahr? Aber das macht nichts. Das Ritual ist fast vollzogen. Ich werde nicht zulassen, dass sie jetzt noch stört. Treue Diener der dunklen Flamme, gebietet dieser Wichtigtuerin Einhalt, ein für alle Mal. Oh lol, jetzt muss ich erst gegen die kämpfen. I will not lose to you. Okay.
Bada bang, bada boom. Wieso haben die Hinteren überlebt? What the fuck? Now then. With each battle, I grow stronger. So, next. You can hold your own in battle, sister. I will not fall to a monster like you! And yet, it is all in vain. The ritual will not stop unless Liana gives up her heart's desire. And she will not give that up, as long as she lives. If you truly wish to stop us, then strike her down. If you have the courage to slay your dear sister. Liana! I'm sorry, Feely. Liana, think about what you are doing! I can't. I just want to see him again. I can't think of anything else. Liana! What can I do? What can I say to get through to her? What counsel would you give me? Your Excellency! Father! That's it! Liana, don't you remember the bird? We were playing behind the chapel when we found a dead bird on the ground. Remember, Liana! Remember Father's words! It's cold. Can't it fly anymore? Maybe it's just too cold. We should warm it by the fire. But it's not moving. At all. Do you think the birdie died? Poor birdie. What should we do, Anna? I don't know. Whatever is the matter, my girls? The little birdie died. Father, please. Can't you bring it back to life? Please. Oh, dear. I see. Listen to me, my girls. Once a living creature has passed on from this world, it cannot return. That is the way that our gods made us, I'm afraid. That's so sad! Why would the gods be so cruel? It is sad, Liana. This is true. But in return, the gods gave us a gift. They gave us the joy of life. The joy of life? But what's so good about life if we all just die in the end? All things that live must one day pass through those solemn gates. But it is because we know that our time is limited that we know to enjoy each day that we have. Didn't it make the two of you happy to meet one another? It did. I was happy too. That is the joy of life. And besides, even after we die, it does not mean we are entirely gone. We're not, but... Liana, Ophelia, close your eyes for a moment. I want you to think of that little bird.
like this? Is the bird flapping its wings? Mm-hmm. It's flying. That's because the bird lives on in your heart. Does it really? But it's not really. You are both smart girls. Someday you will even understand the mysteries of death. Time softens the sharp edges of grief, and those you have lost live on in your heart. So, someday, I too will pass through those gates. It is inevitable. But when that day comes, pray remember me, that I might live on forever in your hearts. Those who have passed live on in our hearts. That is what Father told us. He wanted us to remember him as he was. Please remember him. Liana! It's all coming back to me now. Father. Preposterous! The flame grows weak! I will not forgive you for trifling with Liana's heart! You would insist on meddling until the very last. It all would have succeeded if only Liana had been the one to perform the kindling. Why did it have to be you? Why? You and your ilk bring nothing but misery to this world. But it ends today. Today, the dark flame feeds upon you! Ich finde die Kraft, die in der Stimme haben, wenn die Bösen reden und so rumbrüllen, richtig geil eigentlich. Also die Synchro ist richtig gut. You like, you know the truth. She will never again know the happiness she once did. Why do you rob your sister of the hope I offer her? What else does she have but that futile wish? She still has so much more, whether she sees it or not. Every tie you have to another person, small though it might be, will help you rise again when you have fallen. I'll do my best. Okay, warum kriegen wir hier so krasse Kampfgespräche und vorher nie? Bin ich ein bisschen unfair. Oh, stars, fill us with power. So. Mal Damage und analysieren erstmal. Okay. So. Freak. Nee, der zählt nicht als Dämon. Das ist eindeutig keiner. Ach komm. Damit nur weil er einen Dreizack hat, zählt er nicht als Dämon. Das ist auch kein Dreizack, das ist ein Kerzenständer. Da sind nämlich Kerzen drauf. Das ist kein Dreizack. Da sind Kerzen oben drauf. Das sind drei Kerzen, Leute. Die brennen. Just saying. Windhild, fight with us! What is the logical course of action? Licht! Lux, conjure air! Out of my way. Let's do this! Greift alle Gegner bei Durchgriff an und fügt diesen Schaden gemäß Eigentempo zu. Nee, komm, wir machen einfach eine
Krasse Transferrune, die 7 Runden lang gilt. Fully wasted. Nochmal kriege ich das nicht hin. Wir können den Kreuzschlag machen. Er macht auch gut Damage. Was haben wir noch? GP-Generation kann man machen. Bonds of love and friendship are but fragile things. They all break in the end. All of them. No, we will never be broken apart. I believe in Liana. Oh, you sound quite confident. I wonder how long he will cling to that belief. Warum kriegen wir in dem Kampf diese Gespräche? Warum gab es die vorher nie? Das macht keinen Sinn, warum sie auf einmal diese Gespräche kriegt. Light. Bei dem Entwickler Ophelia mögen ja anscheinend. Elemental Strength. Was? 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 Out of my way. My turn. And do it again. Elemental break. The battle I am made is on. Windhild, fight with us. My turn now. Lol. Okay. I hope I've grown more. Episch. Kann nicht sein. Ihr, ein ignorantes, naives, dummes Mädchen wie ihr. Exactly. Na, wie ihr sagt, wir sind beide ignorante und naive Mädchen. Aber wir sind uns der Liebe unseres Vaters gewiss. Denn Liebe hat uns Kraft gegeben. Liebe, sagt ihr? Dann haltet euch an dieser Liebe fest und lebt weiter lächerlich. Brauchst du etwas nicht? Dupp. Was für eine traurige Gestalt ihr wart. Ophelia. Ich. No. Schon gut, Liana. Aber ich. Such du lebst und bist bei mir. Das ist alles, was jetzt zählt. Mm-hmm. Wo bin ich? Die Dorfbewohner scheinen wieder bei Sinn zu sein und die Glut hat ihre wahre Farbe zurück. Ophelia. Now then. Komm, Liana, bringen wir diese Leute wieder zurück zum Dorf. Und lass uns nach Flammhol zurückkehren und den Empfachungsritus zu Ende bringen. Es wird Zeit, dass wir dorthin zurückkehren, wo wir hingehören, Liana. Ich sollte Cyrus langsam mal mit überragender Kraft ausrüsten. Nee, ich habe so viele Dings drauf. Weiß nicht. Die große Kathedrale von Flammhult. Ich habe von Schwester Ophelia natürlich nichts anderes erwartet. Yes. Sie ist vielleicht noch jung, aber sie ist ein Symbol der Hoffnung für uns alle. Indeed. Zweifellos wird heute seine Exzellenz wohlwollend aus der Nachwelt auf sie blicken. Fast Level 70 Corlos. Ophelia Flamebearer,
Bitte gebt eure Glut in die große Flamme. Okay, Pontifex. Yes. Ja, eure Helligkeit. Hätte ich was gesagt? Heiligkeit. Ja, eure Helligkeit. O great Elfric, bringer of the flame. To you I offer my soul and my blood. With your first flame, I kindle this fire. May it forever shelter the people of this land. Through the sacrament of the kindling, grant us your mercy and your blessing. As the gods are my witness, the kindling has been done. Wir danken euch, Schwester. Thank you, Sister Ophelia. Okay. You have done our church a great service. Thank you, Your Holiness. Take as much time as you need to rest and recover before resuming your duties. You are too kind, Your Holiness. Thank you. How fair, Sister Lyanna? I fear she remains in her chambers. I left food, but she barely touched it. I see. Anna? It's me. I'm coming in. All right? It's such a lovely day outside. Won't you come out and see it? Lyanna. I'm sorry, Feely. Please, just leave me alone. She's been saying that ever since we got back, and I've given her what she wants, but not today. Lyanna führen. Der Donation-Button, der müsste in der Beschreibung sein. Unter Unterstützung oder Support heißt das. Und da steht, da ist ein Link. Jetzt, weil einer gefragt hat. I'm sorry. Wir müssen sie jetzt wieder zu diesem Berg führen. Wetten? Oh, jetzt muss ich den Söldner dafür aufgeben. So ein Bullshit. Lyanna, you're coming with me. What? Ophelia? Come on! Ist das gleiche, was Lyanna mit ihr damals gemacht hat. Jawohl! Auf zum Berg. Ich speichere mal. Oh, wir können nicht speichern. You first brought me here? I was so happy when you did. You helped me find my own feet and stand again when I thought. Ah, sorry. Nervöser Finger. Out of all the things you tried to tell me, to reach me in my despair, there was one thing you said. It was what truly saved me. Do you remember, Lyanna? I'm sorry, Feely. I don't. You said, if you frown all the time, even sweet cakes will taste sour. Did I really say that? Finally, a smile! What? Lyanna, this time, it's my turn to save you. Feely. Father lives on in your heart. Can you hear what he's saying to you now?
He's telling you not to give up on the joy of life. You're right, Feely. He is, isn't he? So snap out of it, you sourpuss! Oh, Feely. Oh, it's beautiful up here today, isn't it? Danke, Koalas, für 100 Bits. Vielen lieben Dank. More beautiful than I've ever seen it. Really? Yes? Thank you for everything. It is my pleasure to serve, Sister Liana. You're impossible, did you know that? Well, I learned from the best. Feely, we'll always have each other, won't we? Of course we will. Thank you for bringing me back to the light. I told you, didn't I? I did learn from the best. Das Bild ist knuffig. Wir haben alle keine Nasen. Okay.